Ja, hallo, servus und grüß euch. Herzlich willkommen zu Jetzt geht's los, Dark Souls 2. Cooler auf der First Sin. Wieso spiele ich das? Ja, ganz einfach. Ich würde wahnsinnig gern Dark Souls 3 zocken und habe aber auf meinem PC nur einen Xbox-Controller und habe mir gedacht, okay, damit ich nicht ganz so ablos mit Dark Souls 3, organisiere ich mir jetzt noch einmal Dark Souls 2, obwohl ich das ja auf der PlayStation schon gespielt habe, privat für mich, einfach um mich an den Controller zu gewöhnen. Ich muss zugeben, ich weiß nicht genau, ob ich ein Let's Play daraus machen will. Beziehungsweise Dark Souls ist ja auch ein sehr zeitintensives Game. Ob sich das überhaupt zeitmäßig ausgehen würde, gilt auch für den Dreierteil. Also ich weiß es wirklich nicht. Aber die Grafik, okay, da ist jetzt nicht so berauschend. Auf der PC-Version ist schon um einiges feiner als Xbox, sage ich, PlayStation. Und ich möchte sicher ein paar Folgen aufnehmen. Ob es ein Let's Play wird, ich weiß es nicht. Aber schauen wir mal. Okay, wir sind... Tutorial haben wir ja erfolgreich geradet. Erfolgreich überlebt. Aber das war ja, wie der Name schon sagt, nur ein Tutorial. Ab jetzt geht's los. Jetzt sind die Gegner nicht mehr freundlich Eierkuchen. So. Der war aber im Original... erschrocken, Alter, verschwind da hinter mir. Der war im Original Dark Souls aber nicht an der Stelle, oder? Verdrängt mein Gehirn da was. Na gut. Ah, da kommt schon der erste angelaufen. Okay. Stiefeln. Gut, Stiefeln haben wir selber an. Der macht mich da nervös. Ich kann ihn selektieren, also er ist auch definitiv feindlich gesinnt und den möchte ich garantiert nicht herausfordern. Aber, wo ich hin möchte, ich will da rauf. Ich glaube, da oben liegt auch noch ein Verbot. Da hinten schon einer aufgestanden. Verdammt. So. Ja, Augen offen halten. Das wollte ich haben. Seelen eines verlorenen Untoten. Diese Seelen, die man findet, die sind ganz nützlich, weil die ja unsere Seelenkonto mit aufwerten. Sprich, eigentlich sowas wie Geldbeutel sind, wenn man es genau nimmt. Du wärst Geschichte, da drüben haben wir ein Bonfire. Das schnappen wir uns. Gleich mal instant. Puh. Boah. Wie er sich einfach an mich heransteigt. Jetzt bin ich ganz schön erschrocken. Okay, so, durchatmen. Weiter geht's. Nichts passiert. Ich habe zum Glück noch keine Treffer einstecken müssen. Aber ich glaube, das wird sich ändern. Das ist schon die erste irgendwie mistige Stelle. Guter Tipp. Versucht die Gegner da hinten seinen Bogenschütze, der auf uns schießt. Während uns der da in die Zange nimmt. Wow. Schön langsam. Nur keine Stressreaktion. Also keine Panik. Ja, Backstep funktioniert nach wie vor. Ja, genau. Das wollte ich vermeiden. Den nicht instant attackieren, weil dann seid ihr in der Hölle. Ja, da. Komm. Immer schön nachrücken. Dankeschön. So. Da müsste ich safe sein vom Bogenschützen. Ich schaffe den Vordersprung nicht. So, jetzt habe ich keine Kondition mehr, das ist blöd. Ja, aber tut dafür kein Leben mehr.
Step by step, one by one. So, den können wir noch immer nicht attackieren, aber ich mag den mal, weil ich glaube, von oben springt jetzt noch einer runter. So werde ich mich erinnern. Oder auch nicht. Wohl, da ist er schon. Du Sack. Und wie mich der Bogenschütze doch noch trifft. Ja, das einsammeln. Der ist leider jetzt zu hoch oben. Genau, das ist nämlich kacke. Rückzug. Rückzug ist ein gutes, ist eine gute Taktik. Ist okay. Man muss sich nicht das Feigling fühlen. Dark Souls. Rückzug ist ein legitimes Mittel. Wieso schaffe ich den Sprungangriff nicht? Aber jetzt. Aber es bringt nicht viel. So, 6 Lebenssteine. Zum Glück noch nicht viel verbraucht. Jetzt machen wir, schalten wir den mal da oben aus. Der nervt nämlich. Ja, zieh den Schwert. Meister. So, einmal kurz die Nieren perforieren. Dankeschön. Ich glaube, da unten versteckt sich auch einer. Ziemlich hinterhältig. Oder auch nicht. Na gut. Weiter geht's. Ach, so. Nase juckt, kribbelt. Ist die Nervosität wahrscheinlich. Okay. Da müsste... Normalerweise sitzt da ein silberner Ritter. Wieso tut er das jetzt nicht? Ich wollte euch jetzt was zeigen. Da müsst ihr aufpassen, soweit ich mich erinnern kann. Ja genau, weil die nämlich in Gras liegen und dann überraschenderweise plötzlich zum Leben erweckt werden oder sich selber erwecken. Da ist einfach die beste Taktik wirklich one by one und das sind nämlich nicht wenige. Ihr wollt garantiert nicht alle auf einmal aufwecken. Am besten immer nur einen aufwecken, herlocken. Die haben auch nicht einmal wirklich Waffen, also die sind auch jetzt so nicht die... Einzeln sind sie leicht. Aber ich kann euch garantieren, in der großen Masse sind sie tatsächlich instant tödlich. Also selbst mit Rüstung kann das ziemlich schön ins Auge gehen. So. Wer war noch nicht? Wer will nochmal? Dich locken wir her. Du liegst mir nämlich zu nah am anderen dran. Backstab. One by one. So, dich haben wir schon. Du warst schon dran. So, ich muss da weg. Da oben wirft nämlich einer mit Feuerbomben. Ist auch kein Spaß. Wo steht er denn? Da oben steht er. Der ist ein ziemlicher Sack. So, dich haben wir. Haben wir dich schon? Nee, dich haben wir noch nicht. Also wenn ihr schnell genug seid, ist das eigentlich eine relativ leichte Stelle. Wir müssen nur aufpassen, wir dürfen nicht zu weit dort nach rückwärts kommen. Dich haben wir auch noch nicht. Einfach mal alles säubern, was geht. Dich haben wir auch noch nicht. Ah, ich finde den Bogen sage ich, den Dolch gar nicht so schlecht eigentlich. Ah, zerbrochenes gerades Schwert. Können wir auch mal ausprobieren. Ich glaube, dafür sind wir schon stark genug. Ja, ich hätte vielleicht doch mit dem Ritter starten sollen. Würde ich mich wohl erfüllen. Ja, klar. Ah, shit. Das wollte ich vermeiden. Jetzt haben wir 2 an der Backe.
Nein, 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 nein. Heil dich, heil dich. Und weg, 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 weg. Puh. Harte Situation. Zu zweit, wie gesagt, also noch dazu mit Schwert. Sind die fürchterlich. Also das kann sehr schnell eskalieren und ins Auge gehen. So, looten wir mal. Wobei, Moment. Da sind jetzt... Nein, fast. Zu gefährlich. Die müssen wir rauslocken. Okay. Ja. Wenn ich mal eine Zeit lang schweige, dann liegt das daran, dass ich bis zum Angespanntsein konzentriert bin. Dark Souls ist halt so. Wenn man nicht konzentriert spielt, ist man innerhalb von Sekunden tot. Okay, der bleibt liegen, das finde ich okay. Wir haben noch einen Nebenstein. So, da unten sind wir sauber. Jetzt schnappe ich mir den da oben. Den konnte ich mich jetzt auch nicht erinnern, aber egal. Knecht man weg mit unserem super Dolch. Man muss halt aufpassen, die Waffen können kaputt werden. Also 50% haben wir unseren Dolch schon gequält quasi. So, vollste Konzentration. Ich glaube, das ist nämlich einer der härteren Gegner. Ja, ihr seht es ja schon, mit Langschwert. Und man muss halt immer hochkonzentriert spielen. Weil ein kleiner Fehler und das war's dann. Also Dark Souls ist zwar nicht unfair, aber... Fuck. Aber es verzeiht auch nichts. Also so viel zum Thema immer konzentriert spielen. Das hätte jetzt sehr schnell ins Auge gehen können. Ich habe ihn schon gesehen. Übrigens, wir sind noch immer menschlich. Yeah, und hübsch. Jedes Mal sterben verringert sich unsere Lebensleiste um ein kleines Stück, bis runter auf nur mehr 50%. Also das kommt noch als Schwierigkeit hinzu. So, ich muss da aufpassen. Leck mich doch am Arsch! Das ist ja nicht normal. Fuck. Da oben gibt's Loot, den will ich haben. So, einmal probiere ich es jetzt noch. Das ist ja nicht wahr. Wobei, ich weiß gar nicht, ob sich das auszahlt. Ob der Loot da hinten so wichtig ist. Laufen wir weiter. Wobei, will ich das auf mir sitzen lassen? Ja, der kommt eh runter. Okay, Meister. Du hättest die Chance gehabt zu überleben, aber nein, du wolltest ja nicht. Komm, tschüss. Aber nachdem ich depp, so der droppt ja leider nichts Sinnvolles. Nachdem ich depp zweimal jetzt fast draufgegangen wäre. Also ihr seht das, man muss extrem aufpassen. Gut, einmal die Aussicht genießen. Ist jetzt nicht wirklich hübsch da die Aussicht. So, und jetzt langsam da drüber. Und es zahlt sich wahrscheinlich gar nicht aus. Ich weiß nur, da hinten gibt's was, aber ich weiß nicht was. Oh, das war knapp. Kurzschwert. Oh, jawohl, hat sich ausgezahlt. Weil unser, wie gesagt, der Dolch, ich weiß nicht, wie lange der noch macht. Ach, hätte ich jetzt gern meinen alten Charakter mit meinen Katzenfallstiefeln, dann könnte ich mich einfach da schon runterfallen werfen, ohne Schaden zu nehmen oder so geringfügig Schaden zu nehmen, dass man es gar nicht merkt. Es ist theoretisch, ich glaube, wenn man dann diese Stiefeln hat, darüber kann man springen, ja. Von oben, jump rüber auf die Stelle da drüben,
Da gibt es auch was Nettes zum Looten. Okay, weiter geht's. Wir sehen ja da schon, wo wollen wir hin? Wo müssen wir hin? Dort. Wir sehen die Tür sogar schon. Wir müssen uns dorthin kämpfen. leichter gesagt als getan. Das wird jetzt eine Challenge. Da kann ich mich noch erinnern. Ich bin gespannt, ob wir das überleben werden. Im Notfall muss ich nochmal zurücklaufen und die rauslocken. Das ist eine verdammt beschissene Stelle. Pisser. So, aber jetzt. Das war's ja noch nicht. Noch nicht mal annähernd. Weg, 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 weg. Und gleich mal filetieren. So. Puh. Ich bin nervös und ich habe Angst. Ich habe tatsächlich Angst. Shit. Weil ich nämlich nicht mehr weiß, wie gesagt, Early Level habe ich schon lange nicht mehr gespielt. Witzigerweise weiter hinten kann ich mich noch besser daran erinnern, wo was liegt. Aber da ist es halt mühsam. Okay, volles Leben. Wir müssen da durch. Wenn man genau zuhört, man hört ihn. Da ist er. Und das ist scheiße. Ja, da kommt nämlich der zweite. Und ich werde da dennoch. Weg, 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 weg. Schick, schick, schick. Weg, 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 weg. Lauf, 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 lauf. Lauf, Forest, lauf. Vielleicht kann ich den rauslocken. Da draußen ist es leichter. Ist er hinter mir nach? Ja? Nein, ist er nicht. Verdammt, du feige Sau. So, der gammelt da an der Wand lang. Moment, vielleicht kann ich dich. Naja, okay, da unten haben wir jetzt mehr Platz drin. Weg, 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 Alter. Und der trifft mich noch. Da, weil der blockt nämlich auch noch. So. Jetzt kommt die Schlüsselszene. Kurz mal schauen, ob da hinten keiner liegt, der dann aufsteht. Weil was ich jetzt nicht brauchen kann, ist irgendjemand, der mir in den Rücken fällt. Ich muss jetzt schnell und gut sein. Oh ja. Beide Qualitäten treffen nicht auf mich zu. Verdammte Scheiße. Wie machen wir das jetzt? Lauf. Shit. Da oben ist nämlich ein Bogenschütze. Der Pisser attackiert mich. Ich muss aber da... Ich muss... Ah, fuck, 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 fuck. Das ist so eine mistige Stelle. Ich hasse sie. Puh. Okay. Jetzt nur noch dich und dann haben wir schon einmal einen ziemlich schönen Punkt erreicht. Ja. Backstab, Asshole. Das möchte ich noch schaffen. 18 Minuten. Boah, ich mein Herz geht. Yes! Second Bonfire. We did it, we did it, we did it. Was haben wir denn für eine Geste? Siegerfaust. Yeah, 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 yeah. Supi. Gut. Die alte da hinten. Der lebende IKEA-Einkaufsabteilungs- Mensch. Die wird von den meisten übersehen. So, viele, viele Leute übersehen die tatsächlich. Weil die sehen halt das Bonfire, laufen dann auch weiter und die sitzt da im Eckerl und die ist aber wichtig, weil die hat nicht nur Rüstung und so Zeugs, sondern wir können bei ihr Heilzeugs kaufen, Lebenssteine und aber auch Lenigrasts Schlüssel. Das ist der Schmied. Also da hätten wir den Schlüssel, den wir benötigen. Ab jetzt können wir unsere Waffen reparieren lassen und auch verstärken. So, Lebenssteine. Man kann nie genug Lebenssteine haben.
Leveln würde ich jetzt mal prioritätsmäßig hinten anstellen. Wenn man dir übrigens genug abkauft, packt ihre Sachen und wandert nach Majula. Also, ich weiß es nicht wie viel, 10 Lebenssteine oder so. Und die ist dann nicht mehr da, sondern packt, wie gesagt, packt ihre Sachen und ihr findet sie in Majula. So, okay. Wir hätten, dadurch, dass ich nicht gerastet habe, sind die nicht respawned. Das bedeutet, wir könnten es eigentlich riskieren. 185 Seelen ist jetzt nicht so die Welt. Da hinten haben wir noch was zum Looten. Blöd ist der Bogenschütze von da oben. Wo ist denn? Ah, da steht er. Und den könnten wir auch noch umnieten. Was ich in der nächsten Folge vorhabe, da unten gibt es eine kleine Höhle und dort finden wir tatsächlich eines der besten Schwerter in diesem Spiel, mit dem wir es schaffen könnten, das komplette New Game, also das aktuelle Game, durchzuspielen. Also zumindest war es bei mir auf der PlayStation so. Das ist nämlich ziemlich mächtig, das Schwert. Ich kann mich erinnern, wir brauchen Geschicklichkeit 10. Und es skaliert, also es ist ein Feuerschwert. Ich glaube mit Wissen oder Intelligenz skaliert es mit. Also alles in allem ein sehr geiler Deal. So, was ist jetzt mit dir, du Scheiße? Kommst du da runter, bitte? Ja, und wir einfach... Ah, jetzt ist er da. Wow! Eigentlich wollte ich das jetzt gar nicht. Ich wollte es da unten aufheben, naja. Aber... So, ich weiß jetzt nicht. Komm da rauf. Kommen wir runter? Wir kommen runter. Shit, hier kann man nicht runter, wir können da nicht runterspringen. Wie haben wir eine auf die Batterie haut. Na gut, hätten wir das so erledigt. Zwar nicht die eleganteste und stylischste Art, aber immerhin. Faustschild. Keine Ahnung, was besser ist. Da, der nervt da drüben. Der ist fürchterlich. Okay. Nein, ich will das nicht hochklettern. Kann ich das nicht einsammeln? Lebensstein, na bitte. Lebenssteine sind willkommen. Okay, na gut. Wenn es euch gefallen hat, lasst mal einen Daumen da. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich möchte gerne noch ein paar Folgen aufnehmen. Mich hat jetzt gerade das Dark Souls Fieber wieder gepackt. Auf alle Fälle, danke fürs Zuschauen. Ich wünsche euch was. Ciao, Baba.